Hallo und herzlich willkommen bei Chaos in Order. Mein Name ist Frau Chambel und heute nehmen wir uns Zeit für ein Thema, das jeden von uns täglich beschäftigt und doch so viele Seiten hat: die Arbeit. Arbeit ist weit mehr als nur ein Job oder ein Gehaltscheck. Sie ist ein Konzept, das die Fundamente unserer Gesellschaft prägt und unser tägliches Leben beeinflusst. Wir schauen uns heute an, was Arbeit eigentlich bedeutet, welche Rolle sie in unseren Familien spielt, wie sie die Gemeinschaft stärkt und sogar, welche politischen Aspekte damit verbunden sind. Bevor wir tief eintauchen, eine kleine Geschichte aus meiner Zeit als Lehrerin. Einmal kam ein Schüler, der eine schlechte Note geschrieben hatte, völlig aufgelöst und enttäuscht zu mir. In dem Moment wurde mir klar, dass meine Arbeit nicht nur in der Wissensvermittlung liegt, sondern auch in der emotionalen Unterstützung meiner Schüler. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass Arbeit oft in kleinen Momenten stattfindet, in denen wir einander helfen und füreinander da sind. Legen wir nun los und gehen aus wissenschaftlicher Perspektive an das Thema heran. Was ist Arbeit wirklich? Arbeit ist alles, was wir durch körperliche oder geistige Anstrengung schaffen und was einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet, egal ob am Arbeitsplatz oder zu Hause. Wenn ein Lehrer seine Schüler fördert oder ein Elternteil für sein Kind sorgt, leisten beide wertvolle Arbeit, die den Einzelnen stärkt und Gemeinschaft aufbaut. Für Sozialwissenschaftler wie Max Weber und Karl Marx steht Arbeit im Mittelpunkt sozialer Beziehungen. Max Weber meinte, dass die Arbeit eines Menschen auch seine Stellung in der Gesellschaft beeinflusst und prägt, wie er mit anderen interagiert. Ein Beispiel: der Softwareentwickler, der durch seine Arbeit in der Technologiebranche Anerkennung erlangt. Seine Leistung verbessert nicht nur seine Position, sondern inspiriert andere und zeigt, was man in diesem Berufsfeld erreichen kann. Auch ein Professor, der seine Forschungen teilt, trägt zur Wissensbildung in der Gesellschaft bei und wird dafür geschätzt. Karl Marx sah das Thema Arbeit und Entlohnung kritisch. Er argumentierte, dass Menschen in bestimmten Berufen oft viel leisten, aber dafür nicht gerecht entlohnt werden. Denkt zum Beispiel an die Lagerarbeiter in großen Versandhäusern. Sie arbeiten hart, erhalten jedoch oft nur einen kleinen Teil dessen, was die Unternehmen einnehmen. Hier zeigt sich, wie ungleich die Entlohnung von Arbeit sein kann und wie wichtig es ist, faire Bedingungen für alle zu schaffen. Und wie sieht es bei euch aus? Was bedeutet Arbeit für euch? Seht ihr es mehr als nur einen Job? Wenn wir über Arbeit sprechen, denken viele zuerst an das Gehalt. Aber der wahre Wert der Arbeit geht oft darüber hinaus. Studien zeigen, dass Anerkennung und Wertschätzung neben dem Gehalt enorm wichtig sind und Motivation sowie Zufriedenheit steigern. Wie kann man den Wert der Arbeit messen? Klar ist, der Wert der Arbeit lässt sich nicht immer in Euro und Cent messen. Ein Lehrer beispielsweise investiert nicht nur in den Unterricht, sondern in die Entwicklung seiner Schüler. Seine Arbeit wird nicht nur durch ein Gehalt gewürdigt, auch Anerkennung und Wertschätzung zählen und machen einen großen Unterschied. Ähnlich geht es einer Krankenschwester, die Patienten pflegt. Ihre Arbeit ist sowohl körperlich als auch emotional anspruchsvoll. Ein Danke oder eine Wertschätzung von den Patienten oder Kollegen macht oft einen größeren Unterschied als die Gehaltshöhe und zeigt ihr, dass ihre Arbeit gesehen wird. Wenn Menschen neben ihrem Gehalt auch Wertschätzung und Respekt erhalten, sind sie oft glücklicher und motivierter. Solche Anerkennung zeigt, dass ihre Arbeit wirklich einen Unterschied macht. Das gilt auch für Arbeit im familiären Umfeld. Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern, leisten Arbeit, die man nicht in Geld messen kann, die aber unheimlich wertvoll ist. Auch hier macht ein kleines Dankeschön den Unterschied. Zusammengefasst: Arbeit ist mehr als das, was auf der Gehaltsabrechnung steht. Sie ist ein Wert, der Gemeinschaften aufbaut und uns menschlich verbindet. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es ist mir immer eine Freude, in eurem Ohr zu sein und gemeinsam mit euch spannende Themen zu erkunden. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie Arbeit gesellschaftlichen Zusammenhalt schafft und welche politischen Fragen sich daraus ergeben. Bis dahin, bleibt motiviert und schätzt, was ihr leistet.